is bigger than hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip is bigger than hip hop. Hip hop. And if you don't know, now you know. Im März 2019 wurde Nipsey Hussle vor seinem eigenen Geschäft erschossen. Wir schauen heute einmal auf diese Karriere, die bereits vor, aber vor allem auch nach seinem Tod nachhaltig Eindruck hinterlassen hat. Geboren wird er im August 1985 in Crenshaw. Right now we're standing on the corner of Crenshaw and Slauson in the Crenshaw District on the west side. Like my homeboy JP would say, this my playground. Einem Viertel von Los Angeles, das auf jeden Fall gekennzeichnet von Gewalt und Kriminalität ist. Und so schließt er sich bereits mit 14 Jahren den Roland 60s Neighborhood Crips an, einer Straßengang aus Crenshaw. Der Weg scheint vorbestimmt. It's one of the biggest gangs, one of the biggest Crip gangs. Our generation, you know what I'm saying, was kind of responsible for like putting it on the map in terms of like hustling and business and you know what I'm saying, like making moves outside of the streets. I was doing things to try to get money. So I could support myself. I always wanted to do music. That was my first passion before anything. Doch die Liebe zur Musik scheint sein Leben in die richtige Richtung zu lenken. 2005 beginnt er seine Musikkarriere. Das Mixtape Slauson Boy Volume 1 hat zwar noch keinen kommerziellen Erfolg, bringt ihm aber seinen ersten Vertrag bei Epic Records ein. Doch leider kommt die Karriere ins Stocken. Und so wird der Vertrag 2010 aufgrund von finanziellen Problemen des Labels aufgelöst. Der Moment, in dem die Karriere von Nipsey Hussle seinen wirklichen Lauf nimmt. Er entschließt, ein eigenes Label zu gründen und startet mit den Veröffentlichungen von verschiedenen Mixtape-Reihen einen beachtlichen Einschlag in der damaligen Musikszene. Und natürlich wollten alle mit ihm arbeiten. Künstler wie Drake oder Snoop Dogg springen auf seine Songs. Be the last of a dime breed. Tell me who is flies we. Snoop Dogg, corrupt young Gotti. Neighborhood net plus. Young niggas is quick to bust. Denn diese Mischung aus Street-Credibilität und Talent sorgt dafür, dass er schnell zu einem der Untergrundphänomene wird, die diese Zeit so spannend machten. Nipsey Hussle wird kreativ. Er veröffentlicht sein Album Crenshaw, das eigentlich als kostenloser digitaler Download zur Verfügung steht, in insgesamt 1000 Copies zu $100. I listened to the music and I looked at the artwork and I was just like, I looked at what I've done already and I looked at the era we was in and I'm like, man, I'ma sell some physicals. So when I decided I wanted to sell physicals, I'm like, and I'ma charge $100 for them. But my goal was not to sell out, it was to create conversation. I wanted people to get mad. I wanted people to say, why is this album $100? I gotta listen to this shit, because if it's not the greatest album ever, this dude's crazy. And so my intention was to create conversation. Von denen Jay-Z allein 100 Copies kauft. I think he kind of like resonated with the story of us taking shit into our own hands and just doing it. Our way. I don't know, I can't speak for his intentions, but that's what I would assume. So you never even spoke to him afterwards? Nah. Was wiederum zu einem Umsatz von $100,000 innerhalb von einem Tag führt. Eine Nachricht, die in der Hip-Hop-Welt unheimliche Wellen schlägt. Und dann scheint es erst richtig loszugehen. 2018 veröffentlicht er sein Album Victory Lap, für welches er eine Grammy-Nominierung erhält und mit dem er es auf Platz 4 der Billboard-Charts schafft. Doch was macht Nipsey Hussle mit diesem Erfolg und dieser Sichtbarkeit und dem Ruhm, den er hat? Er versucht, ihn in etwas Positives zu verwenden. So engagiert er sich in Crenshaw, in seinem Viertel, auch mit seinen Erfahrungen aus der Gang-Kriminalität, genau dafür, diese Probleme von den Straßen zu bekommen. Keine Waffengewalt, mehr Förderung für Bildung von Jugendlichen, Engagement in der Community. All das macht Nipsey Hussle in der Zeit zu einer sehr wichtigen und kredibilen Persönlichkeit in seiner Community. Er macht die Leute stolz, dass sie aus Crenshaw kommen. Er öffnet den Working Space Vector 90. Vector 90 opened up the day before my album release. It's basically a inner city co-work space. And in the bottom half is a science, technology, engineering and math center. Which is basically the skill set you need to go into Silicon Valley. Und mit Marathon Clothing Store, einen Klamottenstore für die Community. The Marathon Clothing is, you know, the flagship brand. And it really just came from the parking lot, Crenshaw and Slauson. Und genau an diesem Ort wird er tragischerweise am 31. März 2019 erschossen. Der Täter wird gefasst. Eric Holder bekommt lebenslänglich für diese Tat. Doch die Fassungslosigkeit über dieses abrupte Ende des Lebens, dieses guten Menschen für dieses Viertel hinterlässt bis heute Spuren. Oh my God, I didn't get Nipsey Hussle. Are you serious? Are you serious? Das Album geht postum nochmal auf Platz 2. Und die ganze Welt bekommt auf einmal mit, wer Nipsey Hussle ist. Und auch wenn er selber heute nichts mehr für die Community tun kann, so hat er trotzdem viel bewegt, ist auf vielen Gemälden, Denkmälern und Graffitis im Viertel zu sehen und hat damit nachhaltig den Ansatzpunkt für Bildung und Vereinigung in den Communities gestärkt. Und er hat sehr gute Musik gemacht, die noch heute
sehr hohe Streamingzahlen. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Was bleibt, ist das Gedenken an eine sehr große Persönlichkeit von L.A. Und deshalb rest in peace, Nipsey Hussle. Backspin.